Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution Mod Vorstellungsvideo. Und ihr seht schon im Hintergrund, heute zeige ich euch eine Mod, die heißt Jurassic Park Expansion Pack. Und das ist eine wirklich sehr, sehr coole Mod, denn was diese Mod macht, ist eigentlich genau das Richtige für uns, was wir auch für unser Jurassic Park 1 Nachbauprojekt suchen. Denn diese Mod ist ein großes Modpaket, welches viele Skin- und Modeländerungen bei den Dinosaurier aus den Jurassic Park Filmen durchführt, um diese halt so ein bisschen mehr an den Film anzupassen und diese so ein bisschen, ja, exakter wie im Film zu machen. Das steht das Ganze hier drin. Was genau geändert wird, das werde ich euch gleich noch ein bisschen genauer zeigen. Aber ich würde fast sagen, dass wir uns zuerst jetzt mal die Screenshots hier angucken. Aber bevor wir das Ganze machen, die Mod ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und die Mod kommt von Luca2951. Also schon mal vielen Dank für diese coole Mod. Und jetzt gucken wir uns die mal an. Das ist das Thumbnail. Unten seht ihr immer die Beschriftung, was ihr gerade seht. Hier haben wir den Jurassic Park 1 Parasaurolophus. Sieht sehr, sehr cool aus. Also die Form wurde so ein bisschen geändert und der Skin wurde angepasst. Hier ist der Jurassic Park 1 Gallimimus. Der wurde auch so ein bisschen von der Form angepasst. Aber es ist immer sehr, sehr schwer zu erkennen, die Unterschiede, wenn man nicht gerade ein Vorher-Nachher-Bild hat. Aber das werden wir uns gleich noch genau angucken, was genau geändert wurde. Hier haben wir den Metriacanthosaurus, den Baryonyx, nochmal den Baryonyx. Sieht schon alles sehr cool aus, ne? Das sieht schon sehr, sehr nice aus. Hier haben wir den Ceratosaurus aus Jurassic Park 3, den Spinosaurus. Oh, den finde ich ja richtig cool. Das ist der Jurassic Park The Game Troodon. Der wurde eingefügt, der sieht richtig böse aus, ne? Der hat auch hier so Härchen bekommen, dann dieses böse Auge. Dann haben wir hier den Tyrannosaurus aus Jurassic Park 3, den Parasaurolophus nochmal aus Jurassic Park 3, den Hadrosaurus aus Jurassic Park 3. Oh, das wusste ich gar nicht. Hadrosaurus. Das ist doch der Corito, ne? Wurde der einfach geändert? Das werden wir gleich rausfinden gemeinsam, denke ich. Dann haben wir hier den Dilophosaurus, auch einer meiner Lieblinge aus Jurassic World Evolution. Hier haben wir nochmal den Cerato, den Triceratops, den Corito. Ich sag ja, das ist der Corito. Aber was war denn da jetzt gerade? Den Hadro? Oder heißen die Hadrosauren? Diese Art. Ich glaube schon, ne? Okay, ich bin verwirrt. Schreibt es mal in die Kommentare, Leute. Wahrscheinlich bin ich einfach verwirrt. So, hier haben wir den Herrerasaurus von Jurassic Park The Game. Dann haben wir hier... Oh, den finde ich auch richtig cool. Der sieht richtig nice aus. Das ist der Jurassic Park Proceratosaurus. Richtig nice. Der sieht auch richtig, richtig cool aus. Der Triceratops nochmal. Und das war's. Also richtig coole Bilder schon mal. Und was genau geändert wurde, das werden wir uns gleich auf jeden Fall auch noch angucken. Aber wir gehen mal hier so ein bisschen runter. Hier stehen nämlich auch nochmal so ein paar interessante Sachen für uns. Ja, hier steht nochmal, dass es so ein Modpaket ist. Und die wurden so nah wie möglich an die Filme angepasst. Und das Ganze ist so ein bisschen basierend auf den CGI-Models aus den Filmen oder an den Animatronics, also diesen Figuren und so, die erstellt wurden und benutzt wurden im Film. Und einige wurden auch von Jurassic Park The Game inspiriert. Das hat man ja gerade schon gesehen. Die Screenshots sind auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend. Ich habe mir die teilweise auch schon in-game angeguckt und die sehen echt richtig nice aus. Hier seht ihr jetzt nochmal eine Liste von den Dinosauriern, die überarbeitet wurden. Also das sind wirklich eine Menge. Und das ist echt eine richtig coole Mod. Tyrannosaurus, Velociraptor, Dilophosaurus und so weiter und so fort. Also das sind richtig, richtig viele Dinosaurier. Und im Prinzip sind das, glaube ich, fast alle Dinosaurier, wenn nicht sogar alle, die man auch im Film sieht. Den einzigen, den ich jetzt so auf Anhieb jetzt nicht sehe, das ist hier dieser... Ach, wie heißt er denn? Jetzt fällt er mir der Name nicht ein. Ah, der Kleine, der ganz, ganz Kleine, der immer in ganz großen Gruppen kommt. Name fällt mir gerade nicht ein, tut mir leid, den habe ich letztes Mal im Video noch falsch Troodon genannt. The Mod Pack also includes Extras that are not dinosaur related. Okay, ein paar Extras sind auch noch am Start, aber das Ganze werden wir jetzt gleich nochmal so ein bisschen genauer in dem Field Guide, den der Ersteller auch noch erstellt hat, sehen die Unterschiede. Ist richtig, richtig cool und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt diesen Field Guide mal gemeinsam an. Und da haben wir ihn auch schon, den Field Guide vom Jurassic Park Expansion Pack. Den Dino, den ich vorhin übrigens gesucht habe, das war natürlich der Kompi. Habt ihr bestimmt schon alle in die Kommentare geschrieben. Aber bevor wir uns das Ganze jetzt angucken, gehen nochmal Props an den Mod-Ersteller raus, dass er sich hier so viel Mühe gemacht hat.
weil das Ganze protokolliert nochmal sehr, sehr gut, was sich so geändert hat. Und das werdet ihr jetzt auch sehen. Hier springen wir nämlich jetzt zum Beispiel mal zum Ankylosaurus. Und hier ist wirklich alles notiert. Die Model Changes, die Texture Changes mit Alt- und Neu-Vergleichen von der Seite, von oben. Also richtig, richtig cool. Wir überfliegen das Ganze, weil das sonst zu lange dauert für alle Dinosaurier. Und ich denke mal, wir machen das anhand der Bilder so ein bisschen. Man sieht beim Anki hier zum Beispiel ganz gut, er ist vom Körper einfach ein bisschen länger geworden. Hier ist er ein bisschen schmaler, die Körperhaltung ist hier anders. Der Schweif ist länger und die Keule ist ein bisschen breiter geworden. Hier oben sieht man das auch nochmal ganz gut, er ist allgemein breiter geworden vom Körperbau her. Die Stacheln an der Seite sind hier ein bisschen länger. Und ja, grob gesagt kann man sagen, er ist einfach breiter geworden, muskulöser, würde ich fast sagen. Und wirkt dadurch einfach bedrohlicher und nicht mehr so zierlich. Ich finde es richtig, richtig cool, den neuen Ankylosaurus. Den werden wir uns auch gleich auf jeden Fall in-game angucken. Und er hat jetzt endlich, was man noch anmerken kann, eine Augentextur. Er hatte wohl vorher keine, seelenlos. Also, finde ich sehr interessant. Werden wir uns auf jeden Fall angucken. Und ich finde es auch cool, dass du hier noch so ein paar Humorsachen eingebaut hast. Auch hier diese Randnotizen und so. Könnt ihr euch alles durchlesen, wenn ihr euch die Mod runterladet. Also, ich finde es richtig, richtig cool, dass du dir so viel Mühe gemacht hast. Dann haben wir hier den Baryonyx. Das sind auch wieder nur so minimale Änderungen, aber die machen schon viel aus. Also hier, das Ganze hier wurde so ein bisschen geändert von der Körperhaltung. Dann die Arme sind ein bisschen anders von der Position. Der Kopf ist auch ein bisschen anders geworden, das sieht man hier oben ganz gut nochmal. Der ist hier so ein bisschen schmaler geworden an der Schnauze und so weiter und so fort. Also er sieht halt auch komplett anders aus. Achso, ihr habt ja auch immer noch die Ingame-Screenshots, ne? Damit ihr das nochmal in-game seht. Dann haben wir den Brachiosaurus und den Mamenchisaurus. Da steht dann auch nochmal drin, was geändert wurde. Also beim Brachio, der hat jetzt ein bisschen einen anderen Schädel, mehr so wie im Film. Und einen kürzeren Schwanz. Und der Mamenchi hat auch, glaube ich, so einen breiteren Hals, ne? Unten jetzt. Ist das der Mamenchi hier? Ich glaube, das Ganze ist hier ein bisschen breiter geworden. Das ist ja, glaube ich, im normalen Jurassic World Evolution sehr, sehr schmal. Dann haben wir hier den Pachycephalosaurus und den Stegosaurus. Okay, das hat er mehr so nach persönlichen Empfinden gemacht. Ja, gibt es jetzt leider auch keine Bilder zu. Wir werden jetzt auch nicht die ganzen Texte hier durchgehen. Vielleicht können wir uns das Ganze gleich in-game angucken. Aber es ist auch nur eine ganz kurze Präsentation von der Mod. Ich weiß nicht, ob ich euch in diesem Video alles zeigen kann, weil die Mod ist halt wirklich sehr ausführlich. Hier haben wir den Ceratosaurus. Da sieht man auch ganz klar die Änderungen, ne? Also hier unten zum Beispiel solche Sachen. Das sind alles so ganz kleine Formsachen, die aber im Endeffekt echt viel ausmachen und den Dino komplett anders erscheinen lassen. Guck mal, das Horn ist hier spitzer. Die Schnauze ist anders von der Form. Also es ist schon ziemlich krass. Update Ceratus Skin to be less reddish and dark. As well as create new cosmetic skins in the future. Ah, okay. Er will wohl noch weitere Skins erstellen für den Dinosaurier und ja, der Skin ist auch so ein bisschen anders geworden von der Farbe her. Ich finde ihn sehr, sehr cool. Er ist immer sehr, sehr schwierig, dieses Denglisch. Also ich muss es halt immer gleichzeitig in meinem Kopf übersetzen. Ich versuche es so gut zu machen, wie es geht für euch. So, hier sind wir beim Coritosaurus. Da haben wir auch hier unten das Feld direkt auf. Der Körper ist allgemein ein bisschen schlanker hier geworden, habe ich das Gefühl. Das sieht sehr, sehr cool aus. Also ich liebe diese Mod, die ist wirklich cool. Das ist genau mein Ding und das können wir echt für unser Projekt richtig gut benutzen. Und da kommen wir auch schon zu einem meiner Lieblinge, dem Dilophosaurus. Ah, den mag ich ja so gerne. Ja, hier sehen wir auch ein bisschen die Körperhaltung, hat sich so ein bisschen geändert. Der Schwanz ist länger geworden auf jeden Fall. Dann, ich denke mal, der Kamm ist auch ein bisschen anders geworden. Man sieht das hier sehr, sehr schlecht mit dem Old-New-Vergleich, weil beim alten Bild ist der Kamm geschlossen, beim neuen ist er offen, genau wie hier oben. Ja, den werden wir uns auch gleich in-game angucken, denke ich mal. Weil, ja, ich mag den Dilo. Ich weiß nicht. Viele von euch mögen den, glaube ich, nicht so gerne. Ich mag den Dilo richtig gerne. Hier stehen auch nochmal die genauen Sachen drin. Könnt ihr euch gerne durchlesen und pausieren. Hier haben wir den Gallimimus. Der ist allgemein auch ein bisschen größer und länger geworden, wie ihr seht. Hier vorne die Schnute wurde auch ein bisschen angepasst. Ich glaube, die Zähne wurden entfernt. Kann das sein? Glaube schon. Aber das steht hier, wie gesagt, alles mega notiert. Aber es dauert jetzt zu lange im Video. Hier haben wir den Herrerasaurus. Der sieht auch richtig cool aus. Cooler Skin. Definitiv. Dann haben wir hier noch den Metriacanthosaurus. Da wurde auch so ein bisschen der Kopf angepasst. Hier vorne, das wurde ja komplett geändert. Das ist hier mega nice. Aber der Skin, also der hier. Ne, das sind, glaube ich, beide Skins, die schon vorhanden waren. Also die Skins sind, glaube ich, nicht neu.
Dann haben wir hier nochmal einen sehr interessanten Dinosaurier, den Parasaurolophus. Hier ist der alte, hier ist der neue. Da sind die Änderungen auch sehr krass zu sehen. Also der Schweif ist viel, viel schmaler und ich weiß nicht, ob er auch länger ist. Ich glaube, minimal länger ist er auch. Dann das Ding hier ist komplett anders. Der Körper ist auch viel, viel schlanker. Er ist einfach nicht mehr so ein Fettsack wie hier oben. Und ja, hier oben, das ist auch alles schmaler geworden. Also er ist allgemein viel, viel schmaler hier geworden. Ich weiß, es sieht komisch aus, aber es sieht in-game besser aus, okay? Alles klar. Ja, hier sehen wir das Ganze in-game. Ich finde es ganz cool. Also mir gefällt das. Old, yikes. Er ist schon, es ist wirklich so ausführlich hier alles protokolliert und dann auch noch mit so Scherzen und so. Also richtig nice gemacht. Dann haben wir hier, oh, auch einen der besten Dinosaurier hier aus deinem Mod-Paket, nämlich den Proceratosaurus. Da sind die Änderungen auch sehr krass zu sehen. Hier sehen wir es ganz gut. Hier ist einfach nur so ein gerader, schmaler Strich. Und hier hat er so ein bisschen mehr Form, ist einfach breiter. Ja, es wurde alles so ein bisschen geändert. Und natürlich hier oben, das fällt mega auf, ne? Der Kopf wurde allgemein geändert. Der ist auch so ein bisschen schmaler und breiter geworden, der Kopf. Und hier dieser, wie nennt man sowas, Höcker? Höcker, ich weiß es nicht, Horn? Oder Kamm oder sowas, ich weiß es nicht. Ist auch komplett anders geworden von der Form. Finde ich, sieht aber mega cool aus. Den schauen wir uns auf jeden Fall auch in-game an. Hier haben wir den Spinosaurus, auch sehr interessant. Ja, sind die Änderungen auch ganz gut zu sehen, ne? Ja, was heißt ganz gut? So gut sind sie gar nicht zu sehen. Die sind, glaube ich, auch nur minimal, wenn ich ehrlich bin. Ja, das sind alles so kleine Sachen. Also wir werden es uns bei dem wahrscheinlich auch nicht in-game angucken. Also ich habe da schon sehr viel interessantere gerade gesehen, wo die Änderungen einfach krasser sind. Hier sind die Änderungen auch vorhanden, aber auch wieder nur minimal. Auf den ersten Blick ist es jetzt auch schwer zu sehen, muss ich sagen. Na, ihr könnt euch das Ganze ja durchlesen, dann seht ihr das ja. It's not covered in dirt anymore. Frontier Y, okay. Ah, okay, er war wahrscheinlich immer dreckig, der Dinosaurier. Vom Skin her. Aber ihr seht schon, das ist schon sehr witzig hier gemacht. Dann haben wir hier noch den Troodon. Der sieht natürlich auch nice aus, ne? Hat jetzt hier diese coolen Augen. Oh, leuchten die im Dunkeln? Oh mein Gott. Das ist ja sick. Oha, okay, die Augen leuchten anscheinend auch. Das müssen wir uns unbedingt in-game angucken. Er hat natürlich auch diese Haare bekommen und sieht jetzt viel gefährlicher aus. Also der Troodon ist auch richtig heftig geworden. Ich frage mich halt, ob das hier bearbeitet ist oder ob das wirklich so ist. Hm, das wäre auf jeden Fall cool. Hier haben wir den Tyrannosaurus Rex. Hier fällt es auf jeden Fall wieder auf. Der Körper ist hier krass geändert worden. Von der Form her. Nicht schlecht, gefällt mir. Ja, hier vorne sieht man kaum einen Unterschied. Aber hier von der Seite sieht man das ganz gut. Und die Skins wurden auch so ein bisschen angepasst, wie ihr seht. Wahrscheinlich mehr so wie im Film. Wir hatten ja schon beim Tyrannosaurus Rex in einem anderen Video festgestellt, dass die Skins teilweise überhaupt nicht passen. Dann haben wir hier nochmal den Velociraptor. Da wurde die Klaue so ein bisschen angepasst. Ist ein bisschen höher von der Position jetzt. Und auch hier, ja, am Kopf wurde auch irgendwas angepasst. Lest euch das am besten durch, Leute, wenn ihr genau wissen wollt, was geändert wurde. So, und dann haben wir sogar noch ein paar Extras. Genau, den Loading Screen. Wenn man das Spiel jetzt startet, kommt sogar das alte Universal-Intro. Finde ich auch sehr, sehr cool. Und ein paar neue Loading Screens, ja. Habe ich gerade, so bin ich sogar gerade ein bisschen verrutscht hier von der Reihe. Also das Intro wurde am Anfang eingefügt und man hat ein paar neue Loading Screens, damit man nicht immer dieselben sieht im Ladebildschirm. Und dann haben wir auch noch Decorations and Scenery. No, the magic word is not please. Okay, ich denke mal, du wirst deine Mod noch weiterführen oder sowas. Das willst du uns wahrscheinlich mit dieser rausgerissenen Seite sagen. Gerne, gerne. Also es ist sehr, sehr vielversprechend und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal die interessantesten Sachen von dieser Mod in-game an. Und da sind wir auch schon in-game und ich bringe euch sogar diesmal direkt im Loading Screen zurück, weil hier im Hintergrund seht ihr schon einen von den neuen Loading Screens. Finde ich eine ganz gute Abwechslung und der sieht auch sehr cool aus. Ich weiß jetzt nicht, welche Loading Screens es noch gibt. Aber der hier sieht schon mal sehr, sehr cool aus. Und da sind wir auch schon in-game. Ja, ich zeige euch direkt hier mal im Hemd-Entwicklungslabor, ja, was sich so geändert hat. Es haben sich nämlich sogar diese Vorschaubilder hier geändert. Man kann jetzt wirklich ganz klar erkennen, welche aus der Mod sind, welche Dinosaurier oder welche da angepasst wurden. Weil die nochmal so eigene Vorschaubilder bekommen haben. Die sind halt vom Stil her komplett anders so. Aber ich muss sagen, mir persönlich gefällt das nicht so gut. Weil, ja, ich weiß nicht, die stechen halt sehr heraus, diese Bilder. Die passen hier wirklich nicht so ins Gesamtbild. Hier haben wir den Ankylo, den Baryonyx, den Cerato. Aber das ist sicherlich Geschmackssache.
den Corito. Also sie sehen teilweise halt wirklich so ein bisschen oldschool, altbacken aus, oder? Die Bilder hier zum Beispiel. Das könnte hier auch aus Jurassic Park Operation Genesis sein, das Bild. Hier haben wir den Dilophosaurus, den Herrera, den Gallimimus, den Metriacanthus. Also man sieht ganz klar, welche geändert wurden. Ist für uns natürlich sehr, sehr praktisch. Den Parasaurolophus. Oh, wurde der Brachio auch geändert vom Bild? Wo ist denn der? Der Brachio. Weiß nicht. Doch, der wurde, glaube ich, auch geändert, ne? Aber der, guck mal, der fällt gar nicht so doll auf. Wahrscheinlich, weil der so groß ist und dadurch sehr klein. Der Mamenchi hier auch. Ich weiß auch nicht, ob der geändert wurde. Kann sein. Den Parasaurolophus haben wir hier noch. Den Spinosaurus. Den Troodon, den Triceratops. Ja, also ich finde die Originalbilder ein bisschen schöner, muss ich sagen. Aber das ist, denke ich mal, Geschmackssache. Und ja, vielleicht kannst du ja die Mod dann so machen, falls du das irgendwann sehen solltest und verstehen solltest, weil das Ganze auf Deutsch ist. Ja, dass man die Bilder auswählen kann, ob man die haben möchte oder nicht. Weil ich finde sie jetzt persönlich nicht ganz so schön. Aber ist alles, wie gesagt, Geschmackssache. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal den ein oder anderen Dino von deiner Mod an. So, wir fangen mal mit dem neuen Ankylosaurus an. Den lassen wir mal frei. Der ist jetzt ja, wie gesagt, schon so ein bisschen breiter geworden. Die Stacheln sind ein bisschen massiver und länger geworden hier an der Seite. Die Keule ist ein bisschen breiter geworden. Schauen wir uns jetzt gleich mal von oben am besten direkt an. Wenn er jetzt hier seine Show abzieht. Also man sieht schon, er ist schon bulliger geworden, definitiv. Was ist das, eine Keule? Die war vorher viel, viel winziger, oder? Ja, auf jeden Fall. Der wirkt jetzt wirklich viel, viel massiver. Gefällt mir. So, der nächste. Da machen wir mal den Baryonyx, würde ich fast sagen. Muss ich halt immer gucken, dass ich so ein bisschen die Standard-Skins auswähle. Wobei, ich kann auch natürlich die anderen Skins nehmen. Falls ihr euch fragt, warum das hier so schnell geht, das liegt an einer anderen Mod. Die habe ich euch in meinem letzten Top 5 Mods-Video vorgestellt. Schaut da am besten vorbei, wenn ihr wissen wollt, welche Mod das ist. So, lassen wir mal den Baryonyx frei. Da ist der Baryonyx. Da rennt der Anki direkt weg. Das ist ja auch so ein Dino, den ich so gut wie nie mache, ne? In Jurassic World Evolution. Das hat aber auch seinen Grund. Ich finde ihn einfach nicht so cool. Vielleicht ist er jetzt ja ein bisschen cooler mit der Anpassung. Wer weiß, wer weiß. Sieht auf jeden Fall nicer aus, muss ich sagen. Auch, dass die Schnauze so ein bisschen schmaler und so ist. Jetzt gefällt mir schon ganz gut. Achso, was ich noch abchecken wollte, Leute. Warte mal. Gehen wir ganz kurz nochmal hier vorne hin. Da, die Augen. Bevor ich das vergesse. Oh, wie er wegrennt, der Arme. Ja gut, soll er mal machen. Ja, der sieht doch auch schon mal cool aus. Als nächsten auf meiner Liste, den ich mir angucken wollte, das ist der Mamenchi. Oder den Brachio. Ne, wir gucken uns mal den Mamenchi an. Ich werde jetzt auch, wie gesagt, nur so stichprobenartig das machen, das Ganze. Also ich werde mir nicht jeden Dinosaurier hier angucken. Weil das würde einfach zu lange dauern. Ihr könnt ja die Mods sonst auch selber runterladen und mal anzocken. Und ich brüte schon mal nebenbei einen Parasaurolophus aus, während der hier gerade lädt. Dann nehmen wir einfach mal hier das 1997-Muster. Das dürfte auch das sein, was er angepasst hat, gehe ich mal von aus. So, den Mamenchi lassen wir frei. Da kommt er auch schon. Der war, glaube ich, viel, viel schmaler vorher hier unten, ne? Der Schädel, also der Hals. Und Schädel, also der Hals. Den Hals meine ich natürlich. Also der ist jetzt viel, viel breiter hier, habe ich das Gefühl. Ja, definitiv. Der war vorher richtig schmal, der Hals. Gefällt mir. Sieht cool aus. Aber der braucht natürlich jetzt eine Zeit. Lassen wir in der Zeit mal den Dino frei. Schauen uns den mal an. Ist ja auch einer meiner Lieblinge. Den Dino einfach cool. Das sieht ja schon mal gut aus. Bin ich mal gespannt. Oh, hier, der glitscht hier aber so ein bisschen rein. Habt ihr das gesehen? Das sieht ja komisch aus hier. Sieht ja total seltsam aus. Wartet mal. Habt ihr gesehen, was ich meine? Was komisch aussieht? Ich mach mal auf langsam.
Wie sieht das hier hinten so komisch aus? Ist hier unten so ein Hängebauch wieder und dann hier hinten so eine Beule drin. Boah, ich weiß nicht, ob ich mich damit anfreunden kann. Hm. Ansonsten sieht er ja schon ganz gut aus. Aber irgendwie... Hier irgendwie ganz komisch aus hinten, oder? Bilde ich mir das ein. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr das auch so komisch findet wie ich. Aber an sich finde ich es nicht schlecht. Bis auf das da hinten, das stört mich irgendwie ein bisschen. Aber es kann ja gut sein, dass es im Original auch so war. So, jetzt der Parasaurolophus mit dem neuen Skin. Hoffentlich. Jo, das ist der Skin. Perfekt. Der ist cool, der Skin, ne? So richtig schön grünlich, dann diese roten Spuren und Elemente da so ein bisschen drin. Das gefällt mir, der sieht nice aus. Rennt er gleich zu seinem Mate. Wir müssen auch gleich einmal Nacht machen, weil bei dem Trodon wollte ich natürlich auch checken, ob der wirklich jetzt diese coole Nachtsicht hat. Das schauen wir doch mal. Boah, der sieht böse aus. Oh mein Gott, der ist cool. Der ist richtig cool, Leute. Dieses Auge. Dann diese Härchen da oben drauf. Und die neue Körperform gefällt mir richtig gut. Der Kopf ist ja auch jetzt viel größer geworden. Der sieht richtig cool aus, der neue Trodon. Oha. Okay, der ist wirklich cool. Ist jetzt mein Favorite, muss ich ehrlich sagen. Der sieht mega nice aus, der Trodon. Jetzt interessiert mich aber gerade mal, wartet mal, wir machen jetzt mal ganz kurz hier Nacht. Leuchten die? Sind auf jeden Fall sehr hell, die Augen. Aber richtig leuchten würde ich jetzt nicht sagen. Aber es ist jetzt natürlich auch keine richtig krasse dunkle Nacht, ne? Boah, der sieht aber böse aus. Weiter geht's mit dem Proceratosaurus. So, da haben wir den Procerato. Der sieht auch cool aus. Der ist auch so ein bisschen bulliger geworden vom Kopf, ne? Der war vorher auch sehr, sehr schmal und klein vom Kopf. Ich habe auch das Gefühl, die sind allgemein ein bisschen größer geworden, der Trodon und er, oder? Bilde ich mir das ein. Kommt wahrscheinlich, weil der Kopf einfach größer ist. Aber gefällt mir auch sehr gut. So, das ist der neue Spinosaurus. Die Änderung vom, Körper her waren ja auch nur minimal eigentlich. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir hier den grünen T-Rex jetzt haben. Kann natürlich auch der andere sein. Oh ja, wir haben den grünen. Cool. Ja, den gab es nämlich vorher nicht. Habe ich wirklich vermisst. Finde ich cool. Das mit dieser Kamera, das ist wirklich störend, dass die immer auf diese Bodenkamera eingestellt ist. Dass er das nicht speichert, das war vorher nicht so. Ich weiß, woher das kommt. Seit dem Update oder sowas, so. Ja, cooler Skin. Also, finde ich mega nice, dass sie den jetzt eingefügt haben. Da freue ich mich sehr. Ich weiß jetzt nicht, ob wir noch irgendwas unbedingt sehen müssen hier von den neuen. Das ist jetzt der Gallimimus. Auch ein cooler Skin. Der wurde ja auch von der Körperform ein bisschen angepasst, der Dude. Gefällt mir. Der sieht jetzt auch viel mehr aus wie im Film. Das habe ich auch immer so ein bisschen vermisst, muss ich sagen. Also der Skin geht auf jeden Fall mehr in Richtung Film. Und er legt sich erstmal schlafen. Gute Nacht. Aber wir haben hier noch den Herrera. Den lassen wir auch noch frei. Zu guter Letzt. Da ist er. Ja, cooler Skin. Oh mein Gott, die Farben sind nice. Sehr, sehr cooler Skin. Ich glaube, das war auch Jurassic Park The Game, oder? Der Trodon ja auch. Ich glaube, die Jurassic Park The Game Skins gefallen mir mit am besten. Der sieht nice aus, der Skin. Was läuft der denn so kreuz und quer? Das ist ja schlimm. Ja, cooler Skin auf jeden Fall. Also richtig,
richtig coole Mod und ich hoffe, die wird noch weiterentwickelt. Zumindest ist ja die Andeutung da vorhanden oder gemacht worden, dass auch noch irgendwie irgendwelche Terrain- oder Deko-Sachen oder sowas kommen sollen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich feiere diese Mod. Ich hoffe, dieses Video konnte euch die Mod so ein bisschen näher bringen. Wie gesagt, das Ganze ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Checkt das ab. Dürft ihr gerne ausprobieren. Installationsanleitung und so ist natürlich bei der Mod alles vorhanden. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne abonnieren. Jeden Sonntag kommen bei mir die Top 5 Jurassic World Evolution Mods der Woche. Also da werdet ihr, was das Modding in Jurassic World Evolution angeht, nichts verpassen. Aber ansonsten würde ich sagen, war es das von mir für heute. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.